Es gibt auch noch eine Ausstellung allgemein zum Buddhismus, die ist hier irgendwie relativ versteckt. Ich habe gerade die Seitentür gefunden, deswegen gehe ich da gerade zum ersten Mal rein. Das fängt hier mit Figuren aus der Tangzeit an. Hier stehen zwei Torso von Bodhisattva, die man an ihrem reichen Körperschmuck erkennen kann. Allerdings sind die Arme und die Köpfe abgebrochen, deswegen kann man die nicht näher bestimmen. Und hier ist der Kopf eines Bodhisattva. Da haben wir das Glück, dass der ein Attribut trägt, das nur ein Bodhisattva tragen kann. Nämlich die Darstellung des Buddha Amitabha in seiner Stirnkrone. Das heißt also, hier können wir eindeutig sagen, dass es sich um eine Darstellung von Avalokiteshvara handelt, von dem wir jetzt schon mehr als genug gesehen haben. Ansonsten sehen wir auch am Stil, dass es typisch tangzeitlich ist, weil der Herr wieder recht pummelig und pausbäckig ist. Hier sehen wir beispielsweise auch wieder ein Fragment einer Standfigur aus Sandstein, stammt aus der Tangzeit, ist sogar genau datiert auf das Jahr 737 nach Christus, 25. Jahr der Regierungsdevise Kai Yuan. Hier haben wir wieder einen Fall, da können wir zwar sagen, dass es sich um einen Bodhisattva handelt, da er auf einem Lotusthron steht und auch wieder den typischen reichen Körperschmuck trägt. Allerdings ist hier kein eindeutiges Attribut irgendwie erkennbar, anhand dessen wir bestimmen können, um welchen Bodhisattva es sich wohl handeln könnte oder mag. So, etwas schwierig komplett drauf zu bringen ist dieser hier. Ihm fehlt auch der Kopf, ein Arm und eine Hand. Aber den hier kann man relativ eindeutig als einen der Begleiter des historischen Buddha identifizieren. Das ist nämlich eine Darstellung des Vajrapani. Warum kann man den so leicht identifizieren, wenn so wenig erhalten ist, besonders wenn er keine Hände mehr hat, in denen er irgendwelche Dinge trägt oder man seinen Kopf nicht sieht? Es ist so, dass dieser Vajrapani ja eher etwas zorneserfüllt war. Also zorneserfüllt in dem Sinne, dass er halt auch mit etwas Gewalt nachgeholfen hat, wenn Buddhas Worte alleine keine Lösung für ein bestehendes Problem zu finden vermochten. Und entsprechend wird er meistens halt sehr, sehr muskulös und sehr kräftig und sehr, sehr maskulin dargestellt. Und wenn wir uns hier seinen Körper ansehen, dann ist er ja auch eindeutig. Wir sehen diesen nackten Oberkörper mit diesen Muskeln und auch seine Unterarme sind ja unbekleidet. Da sehen wir auch seine Unterarmmuskeln sehr ausgeprägt. Man geht übrigens davon aus, da ja in der indischen Kunst eigentlich relativ wenig bis gar nicht plastisch, also Figuren oder Menschen wurden nicht plastisch dargestellt. Und man geht davon aus, dass der Hang dazu, das zu tun, durch den griechischen Einfluss im Zuge der Alexanderfeldzüge und der nachher errichteten griechischen Kolonien dort kam. Und dass durch diese Befruchtung der buddhistischen Kunst halt durch die griechische Kunst da verschiedene Einflüsse oder Charakteristika übernommen wurden. Und beim Vajrapani geht man davon aus, dass Herakles derjenige war, der die Darstellung des Vajrapani beeinflusst hat. Genauso wie zum Beispiel Apollon wohl Modell gestanden hat für die doch sehr hübschen und feingliedrigen und feinen Gesichtszüge der Buddha-Darstellungen. Hier sind wir nicht in der Tang-Zeit, sondern in der Liang-Zeit, 502 bis 557 nach Christus. Hier haben wir ebenfalls wieder Sandstein als Material und es ist diesmal ein Kopf. Auf dem Schild steht, dass es der Kopf von Ashoka ist. Ashoka war ein Herrscher im alten Indien und ein großer Förderer des Buddhismus. Was hier auffällig ist,
wenn wir uns das Gesicht anschauen, was man auch bei früheren Darstellungen oder bei sehr frühen Darstellungen von Buddha in China sieht und in Zentralasien allgemein etwas öfters, aber gerade in China ist es auffällig, ist die Darstellung eines Mannes mit Bart. Der hier trägt sein Schnauzbärtchen. Man sieht auch bei vielen früheren Buddha-Figuren öfters ein Schnauzbärtchen. Das geht aber später verloren. Wahrscheinlich ist es halt daran angelehnt, dass der Buddhismus einfach aus einem fremden Land kommt und die Leute da halt fremdländische Moden pflegen, wie zum Beispiel ein Schnauzbärtchen zu tragen. Und das hat sich halt in den frühen Darstellungen, in frühen buddhistischen Darstellungen noch niedergeschlagen, aber später ist das verloren gegangen. In der Tangzeit findet man das bei Buddha-Darstellungen nicht mehr, allerdings findet man das in verschiedenen Wandmalereien noch. Wenn da Gesandtschaften aus fernen Ländern gezeigt werden, zum Beispiel von Turkvölkern oder von Persern, dann werden die auch öfters mit einem Schnurrbart dargestellt. So, diesen hier kann ich euch nicht vorenthalten. Hier sieht man relativ viele Buddhas rumstehen, die nicht vollständig sind, aber den hier wollte ich euch ganz besonders zeigen. Weil der nämlich wunderbar dieses nasse Gewand oder diese Darstellungsweise des nassen Gewandes demonstriert. Das tun sie ja alle, aber ich finde, bei dem ist es am eindeutigsten sichtbar. Er trägt halt einen langen Umhang. Bei Buddha-Darstellungen ist ja so, dass er in verschiedener Kleidung gezeigt werden kann. Und eine mögliche ist halt dieser lange Umhang. Man sieht hier wunderbar, wie dieser Umhang wirklich, als wenn er nass wäre, ganz eng am Körper anliegt. Wir sehen hier diesen Faltenwurf, der einerseits schon ein bisschen geometrisch ist, aber doch noch sehr, sehr natürlich, dadurch, dass er so ein bisschen nach links versetzt ist und nicht zentral vor dem Körper herläuft, was wohl der Bindung des Umhanges geschuldet sein mag. Da gibt es sehr viel stilisiertere Darstellungen. Ich werde die Kamera gleich nochmal nach links drehen, damit man das sieht. Also das hier ist wirklich ein wunderschönes, lebendiges und dynamisches Beispiel für dieses nasse Gewand. Und wirklich diese Kleidung eng am Körper anliegt und man die einzelnen Körperrundungen und Gelenke noch unter der Kleidung sieht. Etwas stärker abstrahiert sieht man das hier. Noch mal ein kleines Stück zurück. Da hat man sich, ich kriege es nicht ganz drauf, ich könnte noch zurückgehen, aber dann wackelt es nur undeutlich, wackelt es nur unnötig. Man sieht hier, dass man sich zwar Mühe gegeben hat, so diese Kräuselungen an den Gewandrändern noch darzustellen, sieht aber teilweise wirklich sehr, sehr unnatürlich und hinkonstruiert aus. Und das ist halt so eine typische Darstellungsweise auch des nassen Gewandes. Man sieht halt auch wieder hier das Bäuchlein oder man sieht auch hier die Beine, die unter dem Gewand hervorscheinen, weil es halt sehr eng am Körper anliegt. Man sieht aber auch, dass es sehr symmetrisch aufgebaut ist und dass diese einzelnen Schichten doch sehr unnatürlich übereinander liegen. Das ist aber auch eine sehr häufige Darstellung. Die beiden Formen haben ungefähr gleichzeitig bestanden. Die stammen nämlich auch beide aus der Liang-Zeit.